Hier wird nicht gezickt, hier recht schönen guten Abend, sag ich mal, weil wir gerade im Dunkeln sind. Der Mond ist auf. Wo ist der Mond überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Naja, jedenfalls möchte ich euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge in. Oder nein, zu einem neuen Video in 7 Days to Die mit dem Amamuro. Guten Abend. Mit dem Rocker Monomer. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Von den Fallout Legends. Ja. Ja, genau. Und natürlich, Cassie, wie ich das immer mache, schönen guten Abend, dass du dabei bist. Auch guten Abend. Guten Abend. So, ab geht's, Amo, du führst. Bodenplatte kaputt gemacht. Ey! Was ist das zu fassen, ey? 1,7. Na gut. Der Jantergang ist aber raus jetzt, ne? Ja, ja. Habe ich jetzt alles mit, ja. Aber warte mal, Ammo. Ja, ich warte auf der Straße, Moment. Warum kann ich noch einmal nicht mehr mit der Maus lenken? Linke Maustaste drücke. Da schaltest du immer auf den Modus zwischen Tastatur und Maus. Ja. Ah, okay. Danke. Ja, hat Ammo mir auch gesagt, deswegen cool. Ja, die Rocker-Clique hier. Zack. Das ist natürlich richtig cool. Kann man die Lautstärke noch ein bisschen verbessern hier? Ich habe sie schon optimal eingestellt. Ja, meine war jetzt etwas zu leise. Ey, geil. Wo ist Ammo? Seid ihr schon wieder weitergeritten oder wie? Ja, ich bin beim Ammo. Ja, ihr wart jetzt eben weg. Warte, ich muss mal gucken. Gut. Ja, in die Richtung, alles klar. Da rennt nach Rocker, brauch halt ein bisschen. Nee, ich musste eben meinen Sound mal ein bisschen einstellen. Was machst denn du, Volker? Wie machst denn das? C. Muss C oft oder schnell genug drücke. Voll die Hutlinger. Aua, ey, Ammo, Ammo! Oh. Na warte. Ich glaube, wir kommen nicht aus. Das ist nicht wirklich geschrieben. Ammo habe ich heute schon mal mit dem Jeep so eine Tour gehabt hier. Das war bloß eine Stampy-Ammo. Mhm. Ach du Scheiße, ich hoffe nicht, dass wir das Werk durchsuchen müssen. Oh, wie sich das anhört. Was war drin? Schnaps. Also Bauplan, Schnaps und Fernkampf-Mods. Das ist gut. Wieso fahren wir hier durch die Kakteen durch? Das mit den Motorrädern gefällt mir echt gut hier. Ja. Die erste Tour haben wir mit dem Jeep gemacht, aber die Motorräder, das ist total genial. So, meinen Schraubenschlüssel rausholen, habe ich den überhaupt mit? Den habe ich natürlich in der Kiste. Okay, Ammo. So eine schnellere Ratsch findet, da könnt ihr an mich denken. Ammo, ich habe jetzt keine. Ach, gute Geier. Abgebaut, den Geier. Thorsten, Besuch. Hab grad gesehen. Warte, ich muss erstmal was essen. Ich esse jetzt mal einen Verbandskasten. Warte, wo wollen wir? Dann esse ich mal ein Glas Honig. Ne, Glas Honig ist Infektion heilen. Ne, das brauchen wir natürlich nicht. Durchfall heilen, was haben wir hier noch? Und Benzin schmeckt auch ganz gut.
Gut. Wo sind die jetzt schon wieder? Oben auf der Straße. Oh, ehrlich, jetzt ist alles wieder verschwommen, ey. Hast du gesoffen? Ja, irgendwas habe ich. Ich sage jetzt nicht, dass ich ein Bier gesoffen habe, aus Versehen. Das ist alles schummrig. Oh, hör auf, ey. Audio. Ja, das ist ein Questgebiet hier übrigens, ne? Okay. Rezept Goldrutensamen, lass ich mal drin, Ammo. Was ist das? Trübes Wasser, ja, brauchen wir. Wieso ist hier in dem Getränkeautomat trübes Wasser drin? Abgesetzt. Also die Tour, so wie wir sie vorhin hatten, die ist schon knatschig gewesen. Jo. Nix mehr zu... Gerade wo das Motorrad dann auf einmal verschwunden war. Das war schon extrem, ja. Warte mal, wollt ihr jetzt schon weitergehen? Nein, nein, ich finde nur ein bisschen... Autos sind Maschinen zum Zerlegen. Ja, vor allen Dingen, ich will woanders hin. Ich will mal hier oben hoch. Wieso hüpfe ich eigentlich immer mit hier? Bist da oben drin? Ja, gleich. Nee, nee, ich frage nur. Ich muss bloß noch mal den Tank nachfüllen, ja. Guten Tag, Hygieneinspektion. Was haben wir denn hier für ein Löffelchen Öl und Test. Du wolltest doch einen Messbecher haben, ne? Aufpasse. Ich soll noch einen Reifen husten. Aufpasse. Ja? Du wolltest doch noch einen Messbecher haben. Nee, den hab ich schon von Ammo gekriegt. Okay. Das ist brutal. Oh. Die blöden Vögel. Ich muss mich erstmal heilen, ich bin gerade am Sterben. Wie machst du denn das? Boah, Schwein gehabt. Ich kann mich gerade heilen, ey. Technikfreak Band 4, Ammo? Nimm's mit, weil ich hab Technikfreak ja schon voll. Alles klar. Für die anderen auf jeden ich Fall. Ich weiß nicht genau, was das wirst du sehen. Ob Jörg? Aufgeschlagen ist oder nicht. Genau, Jörg, du musst das sehen, ob das Buch aufgeschlagen ist. Wollte ich gerade sagen, oh, ich habe gerade. Cassie, du hast von Frosch im Hals gesprochen und ich habe einen im Hals, weißt du? Kannst jetzt Französisch sprechen, ne? Wirklich, ja. Oh, ich kann die nicht Solarpanels hier mitnehmen könnte, das wäre genial. Ja, habe ich auch schon gedacht. So, wir gehen artig die Treppe hier wieder runter. Feining, Feining. Wieso ist hier... Achso, hier. Gut. So, ich bin wieder runtergeclimbed. Ein Lämmergeier, ein gemeiner Ammo hier irgendwo. Ja, den habe ich schon abgesegnet. Okay. Gut, wollen wir weiter? Ja, ja. Ja, weil ich habe die Vermutung, dass wir das Hochhaus durchsuchen müssen. Das Ding hat dann wirklich mal wahrscheinlich so, sagen wir mal, von 1 bis 10 Stockwerke, weil das Krankenhaus hatte bei mir 7. Und da musste alles durchsuchen. Na, das ist doch cool. Säuberungsmission ist.
Und ihr seid bei euch, würde ich sagen, baut euch einen Schlafsack. Ich habe mir hier eingebaut, gerade hier oben. Das passt doch. Ja, das mache ich nicht nochmal wieder, Ammo. Das mache ich nicht nochmal wieder. Und dann wieder zurück, weil so eine Tour ist extrem. Ja, wie gesagt, man kann ja mal gucken. Wie gesagt, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert mit den ganzen Mods, dass man gucken kann. Sich damit beschäftigt, dass man vielleicht mal ein paar andere Fahrzeuge dann reinkriegt. Wie machen wir ja. Schrauber, wo 2-3 Leute reinpassen. Machen wir ja. Das ist extrem genial. Das machen wir ja. Genau deswegen. Ich will mein LKW. Genau deswegen spielen wir das. Guck mal, das wäre doch auch mal ein Standort. Ist das eine Insel da in der Mitte? Yep. Ich meine, hier. Wie man es so kennt, so eine kleine Insel, ja. Hier so einen Stützpunkt mal drauf zu bauen hier. So, warte mal, ich will noch einen Schlafsack dazu bauen. Schlafsack, Schlafsack. So. Da ist gerade ein Zombie aus dem Boden gekrochen. Ach. Ja, die kriechen überall raus. So, warte mal. Die Insel will ich mir mal anschauen. Da will ich mal abstecken. Ja, man kann es ja ein bisschen rund oder gerade aufschütten, sag ich mal. Dann kannst du so einen Handelsposten könnte man machen. Ja. Wir wollten doch hier das, Janta, da Gandhi wollte doch sowas haben hier, ne? So ähnlich. Also so ein Handelsposten. Müssen wir mal gucken, was wir hier finden. Oder die Kleinkakteen, Alter, sind so heftig. Die sind auch heftig, die sind auch böse, ja. So, warte mal, ich will hier bloß mal gucken, was hier an Müll liegt. Auf dem Turm oben waren die Zombies gewesen, da. Okay. Naja, dann kann es ja auf jeden Fall passieren. Oder ich spoilere nicht, da sollt ihr selber gucken, wie es dann abgeht. Schneller Wegpunkt. Was hier oder was? Nein, ich meine allgemein, wenn du so Säuberungsaktionen in Gebäuden machst. Okay. Ein so. Zombie? Kannst warte du mal. Klicken. Insel. Ich schreibe mal Insel. Einfach nur Insel. So, jetzt haben wir hier eine Insel. Au! Winnst du oder was? Warum macht der noch? Ja, du Klatsch hier. Knaller, du. Bleib liegen. Den habe ich den Kopf abgedroschen mit meiner Faust. Okay. Jetzt bin ich zwar infiziert, aber damit, ich gehe jetzt im See alles wieder abspülen. Genau, du machst noch ein paar Wunden rein, damit es durchgespült wird. Oh Gott, hier gibt es sogar Zombiefische. Oh, muss ich aufpassen, da will ich auch geknabbert. Na, das sieht aber geil aus. Statt schwimmen läufst du durchs Wasser. Ja, ja. Ja, das wäre cool, wenn man hier auch noch schwimmen könnte, ne? In Anführungszeichen tust du es ja. Aber mit dem Bohrer, das wäre doch geil, wenn du den als Antrieb benutzen könntest. Ins Wasser rein, um den. Das wär's. So, Zeit, Gebäude zu säubern. Oh, Kojoten. Nitrat, auch sehr gut. Oh ja, das ist wahrscheinlich das Gebäude. Nein, ich bin da gar nicht voll. Warte mal, ihr seid schon wieder zu weit weg. Ich muss bloß hinterherkommen. Was ist mit dir, Luke? Lol. Hä? Ich bin gerade hier vorne am Gebäude gespawnt, an der Quest. Ich sehe dich gerade. Ich war einfach auf einmal so, hat's geleckt, auf einmal so, bing, war ich weg, war ich hier vorne. Das Thema hatten wir doch heute schon mal, ne? Ja, aber Gott sei Dank habe ich mein Motorrad nicht verloren. Ja, das hast du ja... Es ist das Hochhaus. Oh, was Autos. Ja, ich habe leider keinen Schraubenschlüssel. Verdammter Mist, ey. Hier ist ein Krankenwagen.
hätte so gerne geluschert. Oh, hau ab, du Zombie! Na, wo seid ihr auch da? Wir sind schon beim Looten. Bei Lootmanns Dörfer und Söhne sind wir gerade. Jo. Guck mal, bei Ammo sieht man ganz genau, wo der lang rennt. Ammo, hast du so einen Magneten in der Tasche oder was? Wieso? Weil überall, wo du lang rennst, sind die ganzen Behälter alle leer. Oh, so eine Liege will ich haben hier. Scheinwerfer brauchen wir auch, ne? Wir bauen ja, da bestimmt noch mehr Fahrzeuge, ne? Wenn wir nachher erstmal ja. LKWs bauen können, das ist... Na, das ist wirklich geil. Oh, ich hab noch Suppe gefunden. Oh. Sehr gut. Muss ich noch mehr Schrott mitnehmen? Ja, ne? Du, ich glaube, hier hast du gleich genug zu looten in dem Gebäude, weil schau dir mal das große hier. Das ist das große Gebäude hier vorne. Das müssen wir komplett durchforsten. Ich liebe es. Was ist das, Rico? Ich schmeiß jetzt erstmal was weg hier. Die Stühle, nehmen wir die Stühle mit? Ach, die brauchen wir, können wir später. Und Barackenstuhl brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Oder? Zum Hinstellen im Weißen Haus. Ja, ich glaube, hier gibt es genug Stühle in dem Haus. Juckerfrucht, die kriegen wir auch wieder gewachsen, ne? Ja, ja. Oh, ich habe schon keinen Platz mehr. Das ist doch, hör doch auf. Droni! Ach, gut. Holz gleich in grün. Crack a Book. Das ist auch noch eine Bibliothek. Da könnte man da nach der Aufnahme auch mal reingehen. Ja, machen wir. Erstmal machen wir das hier. Erstmal Droni. Ja, und voll machen wir. Schmulauzer. Ich hab doch meinen Bohrer dabei. Mann. Ein Schlagbohrer? Na klar. Jawohl, da vorne ist eine Polizeistation. Daneben ist ein Donutladen. Was für ein Zufall. Was ist das hier? Rekok? Was ist das denn? Rum ist das oder? Rekok ist das. Fernkampfschaden plus 50, minus 30 Wasser. Der zieht dir Wasser ab. Das ist Mist. Komm her hier ab in Droni rein. Ach, ich weiß noch nicht, vielleicht. Wasser habe ich ja genug. Oh, ich liebe so eine Lootkisten hier. Vor allen Dingen auf die Entfernung. Nägel. Norkels brauchen wir immer, ne? Norkel, ne? Norkels können wir immer gebrauchen, aber wir können sie auch selbst herstellen. Aber besser, wir haben Material sparen, obwohl wir okay. Alles mitnehmen. Ich glaube, hier sind die Entwickler immer drauf abgebildet, auf diesen Zeitungen und Wandzeitungen und was weiß ich. Ich glaube nicht, dass ein Indianer am Entwicklerteam dabei war. Du weißt ja nicht. Oh, ja, nur direkt vielleicht so nicht. Die Leichensäcke. Geh mal in den Keller runter. Oh, hier sind schon die Fliechen drin, die Fliechen. Wenn du gerade so weit bist, da hinten mit dem Lude. Ja, noch, das mal, dauert noch. Na, geh ich mal in die Bibliothek. Ich komm gleich. Warte, ja, ich bin gerade total heiß hier beim Luden. Ich liebe es. Hier hätte man die Treppe runtergehen können, wa? Plastikabfall, Müll und so ein Kram. Ich weiß gar nicht. Kann man immer gebrauchen. Ja, ne. So gut. Für mechanische Teile auf jeden Fall. Wir haben aber ein Problem, Ammo, ne? Voll. Wir brauchen einen LKW. Ja, wird Zeit. Oh, da ist mir einer losgegangen. Da ist einer zu früh losgegangen. Gefütterter Brustpanzer. Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Gott. Also wir sind schon ein wenig arrogant gewesen und wählerisch. Also geworden. Vielmehr gewesen ist auch gut. Dass wir sagen, das brauchen wir nicht mehr. Oh, Scharfschütze Band 1, das kenne ich noch nicht. Droni! Oh, was ist denn mit Droni los? Droni? Wo ist die denn? Die schon wieder, die schon hoch war? Ja, nur komm hier um die Ecke. Ah, da ist Droni.
War das ein Fahrstuhl oder was? Ja, ist logisch. Ich habe wieder keine Kohle dabei. Das ist auch Mist, ne? Inwiefern? Na, ich wollte jetzt hier am Automaten was kaufen. Echt, jo. Stiefel, soll ich schon wieder Schuhe mitnehmen? Ich glaube, davon haben wir noch ein paar. Oh Gott, es ist ja total wahnsinnig hier schon wieder das Geschleppe. Du bist dir sicher, dass es hier noch höher geht? Ach, wir sind im falschen Gebäude, ne? Richtig. Droni, komm. Ich komme, wenn ich wüsste, wo du bist. Da hinten. Droni, jetzt komm. Ja, genau. Hey, Droni, komm, mir gibt's Upgrades, ne? Wo ist die Drohne? Da ist sie. Oh, an mir vorbeigerauscht. Alter, die erschreckt mich doch nicht mehr so. Meine Güte. Amor, da müssen wir hoch, oder was? Wir müssen das komplette Gebäude durchsuchen. Alles säuber. Jedes einzelne Stockwerk. Darf ich dann... Hey, du warst drüben noch, du, Otto. Warte mal, Droni. Hier, Droni. Das nimmst du mal, Droni. Dann nimmst du... Die verfolgten Geier. Bist du hier schon oben drin im Gebäude, oder wie? Nee, ich bin hier hinten. Sag mal, wo habe ich mein Moped gelassen? Drüben, war? Yep. Ich muss erstmal mein Moped holen hier. Wo habe ich das wieder hingeschmissen? Moped. Wo ist... Habe ich das eigentlich... Das habe ich doch hier, Ammo. Habe ich doch am Mann. Der macht mich hier kirre. Ich bin wie so ein Kind hier im Wunderland. Oh, alles looten. Ich will alles haben. Ich will alles. Das ist... Der gräbt sie. Sag mal! Was suchst du, falsch kleiner? Incoming enemies, prepare for conflict. Das Gebäude darf ich dann sozusagen, oder den Bereich darf ich nicht verlassen. Ach du Scheibe. Das ist doch ein Pool hier. Ja, gleich. Gut. So, dann nehme ich mal die Quest an. Warte mal. Warte, noch nicht an. Oder nächste Folge sozusagen. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Nein, so habe ich mir das vorgestellt. Ihr könnt mir questtechnisch nur helfen. Ich kann die Quest ja nicht teilen. Das macht nichts. Lass uns hier erstmal kurz umgucken. Ich bin total neugierig. Ist das eine geniale Landschaft? Diese ist aber noch im Bau befindlich, sehe ich gerade. Guck mal hier kann eine Rockband auftreten hier. Ja, ich weiß. Das wäre was für Erik, unseren DJ, wenn der hier oben stehen würde. Da hinten ist ja noch eine Polizeistation, siehst du ja. Oh, da ist ein Donutladen. Den können wir auch noch looten. Ich glaube, hiernach können wir erstmal zurück. Das können wir auch looten. Achso. Gott, liebe Freunde, es tut mir leid, aber es ist schon wieder soweit. Zeit zum Schlafen gehen. Damit möchten wir uns wieder recht herzlich verabschieden. Eure Fallout Legends. Ciao. Sure. Tschüss.